Moin meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video und heute wollen wir uns mit den neuen Tank-Items beschäftigen. Denn auf dem PBE werden diese gerade überarbeitet und ich sag mal so, ADCs müssen sich auf was vorbereiten. Das heißt, ich zeige euch die neuen Items und wir spekulieren so ein kleines bisschen, wohin es denn gehen könnte. Beginnen wollen wir zunächst aber mit einigen gereworkten Items, wie zum Beispiel das Höllenzepter. Dieser Gegenstand war ja quasi für Mages, die einerseits Schaden machen wollten, gerade im späteren Spielverlauf mit der Passive und auf der anderen Seite auch Überleben. Dieser Gegenstand hat sich vom Design her komplett verändert, es heißt nur noch Überleben. Und das bedeutet, du kriegst richtig viel Magieresistenz, HP kriegst du außerdem noch dazu und Regeneration. Die Cooldown-Mechanik bleibt ebenfalls erhalten und auch die Schadensaura ist immer noch die gleiche. Diesmal ist das Ganze aber wirklich auf einen Tank abgesehen. Das heißt, ein Nautilus, der gegen einen Rumble meinetwegen antreten muss, ist mit diesem Item gar nicht schlecht dabei. Das heißt, er hat die nötigen Resistenzwerte, um gegen ihn klarzukommen, verzichtet aber nicht auf die Schadensaura. Und das ist sehr, sehr praktisch, weil er ist natürlich ein Tank, also mittendrin kann die Aura also gut verteilen und profitiert sogar selbst noch davon. Diese Höllenzepter-Variante ist also ausschließlich für Tanks. Auf der anderen Seite hat sich nun das Banshees Veil komplett verändert. Sie haben quasi die Rollen getauscht. Denn das Banshees ist jetzt quasi das alte Höllenzepter, aber mit einer etwas anderen Funktion. Das heißt, diese Gegenstand gibt immer noch AP und einen Magieresistenzwert. Der ist zwar nicht allzu hoch, Cooldown Reduction gibt es auch noch oben drauf, der Spellsheet ist jedoch das Entscheidende. Das heißt, es ist nicht immer alle 45 Sekunden, das war halt super geboostet, deswegen kauft sich keiner Banshees oder fast niemand, sondern nun hast du einen Gegenstand für einen Mage, der sich auch was erlauben kann, denn der Cooldown geht auf bis zu 8 Sekunden runter. Du kriegst out of combat jede 8 Sekunden diesen Shield und das ist nicht schlecht, wenn du den einen oder anderen Trade wagen willst oder sogar bei einer Belagerung weiter hinten stehst und immer wieder mal ein Spell blocken kannst, okay? Dieser Cooldown ist nicht schlecht, weil Midlaner natürlich auch sehr viel Level bekommen und deshalb auch diesen Cooldown gut senken können. Banshees ist jetzt wirklich nur das Core-Midlane-Item gegen fast alle Mages an sich, weil ein Spellblocken ist immer gut, aber gerade gegen diese Hard-Engage-Charaktere super nice. Aber auch vielleicht auch sogar für die ein oder anderen Assassins, die eine schwere Laning-Phase haben. Denn eine LeBlanc kann jetzt trotzdem in den Gegner reinspringen und wird nicht mal hart gepunished, weil sie ja immer noch diesen Spellsheet hat, wenigstens für einen Zauberspruch. Vom Design her also sehr, sehr interessant und da es levelbasierend ist, auch perfekt für die Midlane geeignet. Kommen wir jetzt nun aber zu den richtigen Tank-Items und beginnen werden wir ganz klein mit Dorans Schild. Dorans Schild ist ein Gegenstand, der eigentlich gar nicht so selten verwendet wurde. Dorans Schild haben sich wirklich einige gegönnt und es ist ein sehr starkes Early-Item. Nun ist es so, dass man Regeneration hat, ja, ganz normal, ist nichts Besonderes. Aber man bekommt nun Bonusschaden gegen Minions, also dein Last-Hitten aufgrund deines fehlenden Dorans Blades zum Beispiel, wird ausgeglichen und du machst halt 5 Bonus-Damage, was beim Last-Hitten hilft. Ja, ich brauch sowas. Nun bekommst du aber eine sehr gute Regeneration, wenn der Gegner dich angreift oder poken sollte. Vorher hast du ja Spells und Auto-Attacks so ein bisschen geblockt und damit den Schaden runtergenommen. Nun wirst du mit Heilung gesegnet, wenn der Gegner dich angegriffen hat. Diese Passive ist quasi ähnlich wie beim Spectral Cowl damals. Das war super effizient, hat wirklich gute Regenerationswerte gegeben und für ein Stadt-Item ist der Wert wirklich not bad. Gut, kommen wir nun zum Guardian Angel. Das ist kein richtiges Tank-Item, war es aber damals und hat sich nun komplett verändert. Denn vorher war es sehr, sehr billig und Tanks haben sich das sehr, sehr gerne als drittes Item geholt, weil das ist halt wirklich nervig und du hast natürlich einen prozentualen Bonus bekommen bei der Wiedergeburt. Nun ist das Item wirklich auf ADCs getrimmt, beziehungsweise auf AD-lastige Toplaner. Das heißt, es ist nach wie vor spottbillig, gibt es nun aber Armor und AD. Das heißt, du hast eine gewisse Tankiness gegen andere AD-Champions oder gegen ADCs, bekommst aber trotzdem noch einen relativ soliden Batzen an AD dazu. Das Interessante ist jetzt nur die Änderung der Wiedergeburt. Denn das alte Guardian Angel hatte ich ja quasi zu einem Base-Wert wiedergeboren, beziehungsweise zu einem prozentualen Anteil deiner maximalen HP. Das Ganze ist für Tanks besonders gut gewesen, weil die natürlich sehr, sehr viel Leben wiederbekommen haben, wenn sie neu geboren wurden. Nun ist es so, dass man zwar auf 50% hochgegangen ist, aber 50% vom Base-Wert. Das heißt, deine ganzen HP-Items nützen dir quasi nichts. Das Item ist für Tanks dadurch ein bisschen unattraktiver geworden. Für ADCs aber not bad. Denn ein ADC hat im Late-Game einen Base-Wert von 2000 HP. Die holen sich ja im Prinzip keine HP-Items und werden also mit 1000 Leben wiedergeboren. Das ist 300 mehr als vorher. Und zusätzlich haben sie ja in ein Item investiert, was ja immer noch Damage gibt und eine gewisse Resistenzwerte. Man hat natürlich keinen Schutz gegen Mages, es gibt keine MR mehr. Aber dieses Item ist für ADCs, aber auch für Rivens und Yasuo sehr interessant. Denn eine Riven verzichtet jetzt nicht auf Damage und sie holt sich genau wie Yasuo selten Bonus-HP. Also vielleicht mal ein Black Cleaver oder sowas. Aber sonst wird quasi von deiner Base-HP ausgegangen, was für übelst aggressive Champions, super nice ist. Gut, kommen wir nun zu nächsten Tank-Items und dem Thornmail. Wir gehen die Reihenfolge etwas anders vor. Denn der Thornmail ist super billig geworden. Naja, ist wirklich jetzt ein kleines Teil-Item lediglich, aber wirft auch nicht mehr so viel Schaden zurück, denn es lässt sich nun in das Randuins Omen ausbauen und hier hat sich einiges verändert. Das bedeutet, das Item ist um einiges teurer geworden und die HP geringer. Das ist im Prinzip bei allen Tank-Items passiert. Alle Tank-Items, die vorher 500 Leben gegeben haben, geben jetzt nur noch 425. Kritischer Schaden wird aber immer noch um 15% reduziert und du hast jetzt quasi in diesem Gegenstand den Dorn
Sonnenpanzer-Effekt. Also du reflektierst immer noch Schaden, der natürlich verdoppelt wird, sobald es ein Crit ist. Das Item selbst vermag aber nicht mehr Attack Speed und so weiter zu reduzieren. Du hast zwar mit der Aktiven immer noch einen Slow und der ist sogar ziemlich sick. Der wurde um einiges verbessert. Nach 55% in so einem Bereich, das ist wirklich viel. Okay, die Hälfte der Movement Speed runterzunehmen, ist ein starker Slow, gerade AOE. Aber während der Gegner dich ganz normal angreift, wird er nicht mehr gepunished, wie beim alten Randuin's Omen. Das heißt, dieses Item hat wirklich den Zweck, eine zusätzliche CC zu haben und diesen Dornpanzer-Effekt weiterzutragen. Weil der frühere Dornpanzer hat im Prinzip Armor und diese Reflexion gegeben. Hier kriegst du jetzt nun auch die HP-Werte, die für Tanks sehr wichtig sind. Entscheidend ist aber auch, dass nicht mehr der Base-Schaden von den Gegnern genommen werden bei dem Dornpanzer-Effekt, sondern immer deine Bonus-Armor. Also 15% deiner Bonus-Armor, zack, reflektierst du, was natürlich zu einem geschwächten Effekt führt. Diese Verschmelzung wirft also nicht mehr so viel Schaden zurück wie damals. Gut, einige Base-Items, wie zum Beispiel Spirit Visage, haben sich auch von den Stats her so ein kleines bisschen verändert. Und auch das Sunfire geht es nun ein bisschen anders gegen Minions vor. Das heißt, der Minion-Damage ist sehr, sehr gut, du kannst damit nach wie vor pushen, aber der Base-Schaden vom Sunfire und vom Barmy sind runtergegangen. Das heißt, du hast immer noch einen Level-Scaling drauf, aber beim alten Sunfire hast du einen sehr hohen Base-Wert bekommen, was nun nicht mehr der Fall ist. Das heißt, der Sunfire Power Spike auf der Top-Lane ist nicht mehr so groß. Aber im Late-Game ist der Damage gleich. Gut, das letzte überarbeitete Item ist nun das Sterax. Dieser Gegenstand gibt dir nach wie vor Base-AD. Das Ganze wurde auch nun deutlich erhöht auf 30%. Bei Basiswerten machen 5% wirklich viel aus. Aber das Gestört ist der Schild, meine Freunde. Denn dieser geht von 30% deiner maximalen HP auf 75% hoch, okay? Du verdoppelst quasi deine HP, wenn der Schild prockt. Das ist insane. Natürlich decayt der Schild auch vergleichsweise schnell, aber nun überlebst du jeden Burst-Effekt, vorausgesetzt der Schild ploppt. Und hierbei ist natürlich immer noch die Voraussetzung, dass du einen bestimmten Schadenswert bekommst innerhalb kürzester Zeit und das natürlich so, dass das Ganze überstehst und der Schild wirklich ploppt. Es kann immer noch sein, dass Sterax nicht ausgelöst wird, weil der Schaden zu gering war, also der Schaden innerhalb kurzer Zeit. Wenn du aber den Schild erhältst, holy shit, nicht nur, dass dein Basewert um 60% erhöht würde, also Trinity Force Charaktere rasten halt komplett aus, sondern die Tankiness, die explodiert. Also 75% der maximalen HP, das ist wirklich übertrieben viel. Okay, damit überlebst du alle Kombos der Welt. Auf dieses Item bin ich definitiv sehr gespannt. Und gut, und nun kommen wir quasi zu den zwei neuen Gegenständen. Der erste ist hierbei der Adaptive Helm. Was die Optik des Gegenstands angeht, waren wir da noch nicht so kreativ. Dieser Helm soll aber ebenfalls gegen Mages nützlich sein. Das heißt, du kriegst AP, du kriegst MR-Werte, du kriegst Cooldown Reduction, also alle Stats, die ein Tank benötigt. Der passive Effekt ist aber relativ lustig. Das heißt, wenn du Schaden durch einen Spell bekommst und anschließend dieser Spell nochmal Schaden anrichtet oder dieser Effekt, wird der um 15% reduziert. Ich denke, das ist gerade bei Damage over Time Spell sehr, sehr nützlich. Also gegen Swain könnte dieses Item wirklich richtig gut sein, weil sobald der erste Tick durchkommt, wird der nächste reduziert um 15%. Das Ganze hat zwar auf dem PBE nicht so richtig funktioniert. Ja, wie gesagt, das ist noch ein experimentelles Item und anscheinend funktionieren ja die Effekte noch nicht richtig. Fakt ist aber, dass dieses Item gegen den ein oder anderen Low-Cooldown- oder Damage-Over-Time-Charakter sehr gut sein kann. Also auch das Q von Orianna könnte man zum Beispiel dramatisch reduzieren, weil sie natürlich auch einen sehr, sehr geringen Cooldown darauf hat. Aber Damage-Over-Time-Charaktere sind da, denke ich, am allerhärtesten von getroffen, weil die natürlich mit ihren Spells viel wiederholenden Schaden anrichten und auch diese 15% Reduzierung erfahren. Von der Idee her wirklich nicht schlecht, die Einsatzgebiete, denke ich, eher auf spezielle Champions fokussiert. Und gut, und nun kommen wir zu Gargoyle's Stoneplate. Ja, auch ein Item, was sehr lustig aussieht. Ne? Da ist irgendwie so ein kleines Face einfach da drin. Ne? Fakt ist, dass dieser Gegenstand relativ billig ist mit 2500 Gold und ähnliche Stats wie die alten Guardian Angels bekommen. Das heißt, du kriegst Armor und du kriegst Magieresistenz. Das Base Gold Value ist aber dabei relativ schlecht und wird erst dann effizient, wenn du viele Gegner um dich drumherum hast, denn dann bekommst du Bonus Armor. 40 Armor und 40 Magieresistenz dabei nicht schlecht. Das heißt, dieser Gegenstand lohnt sich auch erst dann, wenn du wirklich Teamfighten gehst. Auf der Lane hast du 4 Gold für nichts ausgegeben, okay? Die Werte, die du erhältst, sind relativ schwach. Das Ding ist wirklich nur als drittes Item meinetwegen sinnvoll, wenn du wirklich in die Teamfight stürzt oder regelmäßig von 3 Leuten gegankt wirst. Denn das Gestörte ist die Aktive, denn du bist nämlich in der Lage, dich quasi zu metallisieren, okay? Das bedeutet, hier gewinnst du an Größe und du kriegst Maximal-HP dazu. Das mit der Maximal-HP funktioniert auf dem PBE aktuell noch nicht so richtig. Na, die Größe verändert sich zwar und du wirst so metallisch, aber du kriegst keine HP dazu. Das Gestörte ist, dass dieser Gegenstand dann richtig ausrastet, wenn du 3 oder mehr Gegner um dich drumherum hast. Dann sollte das der Fall sein, bekommst du 100% deines maximalen Lebens als HP wieder. Und hier bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sie das Coding machen. Denn die Lulu-Ult zum Beispiel gibt ja auch maximale HP dazu und das zählt als Heilung. Damit meine ich nicht, dass es von Blessing betroffen wird oder von Ignite geschwächt wird, sondern sollte sich zurücktransformieren, wird dein gesamter HP-Wert genommen und nicht dein Maximalwert. Das bedeutet, wenn zum Beispiel eine Lulu-Ultimate abläuft und dir noch HP fehlt, dann reduziert er das auf deine Maximal-HP und es kann sein, dass deine Lulu-Ult dich heilt. Beziehungsweise du mit voller HP dastehst nach einem Fight. Ob das hier nun ebenfalls der Fall ist, ist super kritisch. Fakt ist auf jeden Fall, die Größenänderung ist not bad, ne? Du wirst natürlich von mehr Skillshots getroffen, du bist ja der Tank. Aber sollte man wirklich plötzlich die doppelte HP bekommen und meinetwegen auch
auch noch Sterax haben, weil wie gesagt, Sterax ist passiv, aber dieses Item kannst du bewusst aktivieren. Ja, da kriegst du den noch nie wieder tot. Der Trade-off der vielen HP ist natürlich, dass dein eigener Schaden reduziert wird. Das heißt, dein Damage geht um 60% runter, was sehr viel ist. Du machst dann wirklich gar keinen Schaden mehr. Die Frage ist natürlich, ob man das Ganze bewusst gegen Spells oder gegen irgendwelche Sachen anrichten kann. Es gibt Situationen, wo ein Tank keinen Schaden machen muss. Nein, Nautilus will einfach nur wirklich CC, den Gegner festhalten, den Gegner irgendwie slowen und mitten im Getümmel drin sein und einfach nur Spells absorbieren. Also seinen Schaden um 60% runterzunehmen ist wirklich dramatisch. Dann macht er fast gar keinen Schaden mehr. Er erschöpft sich selbst. Aber die Mechanik mit der 100% HP ist super kritisch, weil wenn das Ding als Heilung zählt, also im Prinzip genau wie die Lulu Ultimate, dann wird's gefährlich. Weil dieses Item wird in Teamfight sehr, sehr effizient. Es hat einen gewissen Cooldown, das ist normal, das ist okay. Aber die Effizienz dieses Gegenstandes könnte durch die Decke gehen. Und da wäre ich lieber vorsichtig. Und Gott, im Prinzip war's das schon. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Rank.